Im Tiernkloster habe ich gelernt, meine Energien so zu konzentrieren, dass ich ein Fass nur mit Hilfe meines kleinen Fingers umkippen kann. Habt ihr Lo Wanderbräu gesehen? Ich habe Lo nicht gesehen, seit er mit meiner Schülerin Syra durchgebrannt ist. Sie gingen nach Osten zum Arboretum. Wenn ihre Eltern davon erfahren, wird das kein gutes Ende nehmen. Zwischen dem Wanderbräus und den Zapfgolds existiert seit langem eine Ich Fehde. hoffe, euch bald wiederzusehen. Okay, aber der Tiernkloster. Oder das Tiernkloster. Aus ganz Pandaria sind Leute angereist, um sich im Tiernkloster Leichen nördlich von hier ausbilden zu lassen. Wahrscheinlich, weil sie niemanden abweisen. Sie kümmern sich um Jinju, Hosen oder selbst Auswärtige wie euch. Meine Freundin Lin ist gerade erst vor ein paar Wochen im Kloster aufgenommen worden. Wenn ihr mehr über die Ausbildung bei unseren Mönchen erfahren möchtet, solltet ihr vielleicht mit ihr sprechen. Okay. Lebt wohl. Gab es hier nicht auch mal eine Quest, wo ich da irgendwie... Boah, weiß ich nicht mehr, aber auf jeden Fall gab es mal eine Quest. Ach, verdammt. Ich bin noch ein bisschen durch. Wir haben jetzt 3,5 Stunden gezockt. Mit einer kleinen Pause, mit einer kleinen Unterbrechung. Okay, ihr seid definitiv aggro. Und ich muss jetzt dafür sorgen. Guck mal hier, das kenne ich doch alles. Aber das nicht finde den Jungen. Was sie entbehren können? Der Tiernkloster? Ein Hauch von Sorge? Wo ist das mit findet den Jungen? Hä? Doch. Findet den Jungen, das ist das. Eine merkwürdige Sache. So, Teepflanze. Ach ja, ich liebe Pandaria. Habe ich, glaube ich, nur erst 15.000 Mal gesagt, ne? Hallo? Hier müssen wir auch questen, das weiß ich aber noch. So, Kumpel. Willkommen. Die perfekte Farbe. Wie ihr gesehen habt, gibt es in diesen Hainen wunderschöne rosafarbene Blüten. Wenn die Blütenblätter welken, wird der Ton dunkler und verblasst. Wärt ihr so freundlich, mir einige frisch abgefallene Blütenblätter zu bringen? Nur die, die gerade herabgefallen sind, haben genau die Farbe, die ich brauche. Daraus kann ich eine atemberaubende Tinte herstellen. Werdet ihr mir helfen? Also du meinst, du stehst jetzt unter so einem Baum zum Beispiel und wartest, bis die Blüten runterfallen, dass du die sofort aufnehmen und verwenden kannst. Richtig? Merkst du es? Keine Eile. Nee, keine Eile. So, hier. Eure Augen verraten, Unsere dass ihr Kultur viel ist reist. uralt. Dank unserer Arbeit kann ein Teil der Erinnerung dieser Kultur für zukünftige Generationen bewahrt werden. Inschriftenkunde. Sollen wir mal Inschriftenkunde machen? Boah, das würde ich super gerne machen. Warte mal, ich trinke mal eben jetzt mal einen Schluck Kaffee. Ich kann es mir hier aussuchen, was ich hier trinke. 3,5 Stunden, Leute. Da müsst ihr mir mal ein bisschen Freiraum einräumen. So, findet den Jungen. Ihr sucht zwei Liebende, die sich den Wünschen ihrer Familie nicht beugen wollen. Sie waren hier und suchten einen Weg für sich. Leider konnten sie unter unseren Bäumen und Kunstwerken keine Antwort finden. Ja, und dann? Schreien der Morgensonne. Die Kinder, die ihr sucht, sind eigentlich gar keine Kinder, sondern erwachsene Pandaren, auch wenn ihre Eltern etwas anderes behaupten. Ihre Liebe kommt der Fehde zwischen ihren Familien in die Quere. Ihr könnt sowohl Syra als auch Lo am Schrein der Morgensonne antreffen, wo sie sich bei dem einstigen Pandaria-Pärchen nach einer Lösung für ihr Dilemma suchen. Ja, okay, Immer super, wieder da haben wir es doch. Ruhe. Das Leben sollte genossen werden. Ich sag doch gar nichts. Ihr Künstler, ihr Sprecht. Tintenmeister Jopo. Feder aus Stacheln. Für den perfekten Pinselstrich braucht man auch das richtige Werkzeug. Meine eigenen Pinsel lassen sich nicht mehr reparieren. Die Borsten sind so unnachgiebig wie Hosenhaar geworden. Habt ihr die Wespen im Arboretum gesehen? Aus ihren Stacheln kann man Schreibfedern herge was? Kann man Schreibfedern herstellen, die sich für jeden Schärfegrad eignen? Könntet ihr mir bitte einige besorgen? Was kriege ich dafür? Dude, das ist super. Möge der Perfekt. weiße Tiger über euch wachen. Boah, das wäre gut, wenn der weiße Tiger über mich wachen würde, ja. Hippie! So. Pflanze. Danke. Und Pflanze. 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 Alter, wie viele Pflanzen? Ach, ich bin so doof. Ich bin so doof. Ich denke an normale Pflanzen. Dabei sind das genau die, die ich für die Quest einsammeln muss. Ach, guck mal an. Du hast ja einen schönen Stachel. Und das sage ich in keinster Weise auf irgendwelche.
animalisch-erotischen Wege oder Gedanken. Ich habe mich gerade jetzt selbst ein bisschen angeekelt, muss ich ja zugeben. Ah, guck mal hier, da hinten. Guck mal hier, da hinten. Auch eine Aussage. Die hat es in sich. Bruder, du bist eigentlich ein Teil der Natur. Wie kannst du die Natur schaden? Alter, das geht nicht. Ich bin doof. Ich bin durch. Ich bin durch. Ich bin durch. So. Das nochmal. Und. Bam. Hallo? So. Komm. Du bist eine böse Wespe. Ich kann das noch nicht tun. So. Ja, ach, ihr immer mit euren Ringen, ey, ehrlich. Was, zeig mir hier den Ring. B. Wo ist denn jetzt der Ring? Hier ist der Ring, ne? Ist der besser, schlechter? Der ist schlechter. Also warum behelligst du mich mit diesem komischen, ekelhaften Ring? Mann. Also Leute, Sachen gibt's. So, dicke Wespen. Und dufte Geistereisenerz vorkommen. Ich möchte gerne wissen, wo ich hier in Pandaria jetzt diesen Bergbaulehrer einmal noch finde. Würde ich gerne wissen. So, komm her. Ja. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Ha, das war meiner. Haha. Kumpel, geh mir bitte aus dem Weg. Ansonsten muss ich böse werden. Und du würdest mich nicht mögen, wenn ich böse werde. So. Okay. Boah, kriege ich jetzt auch mal einen Stachel? Das klingt merkwürdig, aber naja, ihr wisst doch, was ich meine. Alter, renn doch nicht. Bleib doch hier. Doof, Mann. So, stirb. Wespenstachel. Alter. Jede Wespe hat einen Stachel. Jede gottverdammte Wespe hat einen Stachel. Und ein Stachel ist jetzt nicht unbedingt etwas, was sofort kaputt geht, ne? Man guckt diesen Riesenstachel an. Nö, hat er natürlich nicht. Nur ein paar kaputte Flügel. Ich sag nichts dazu, ey. Das ist zu weit entfernt. So. Dankeschön. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Super, nur noch 3. Was? Ich unzufrieden? Nein. Aber ich glaube, ich muss trotzdem gleich mal eine Pause machen, eine Aufnahmepause. Ich glaube, diese Folge und danach die Folge noch. Weil langsam habe ich irgendwie ein Pappmaul. Ich kann nicht mehr richtig reden. Merke ich gerade. Wo das geht eigentlich. Hab nur leichte Ermüdungserscheinungen. Wenn man bedenkt, dass ich früher gerade mal eine Stunde maximal zocken konnte und dann unbedingt eine Pause brauchte. Alter Schwede. Warte mal, gibt es nicht hier? Hier gibt es so viele. Pass mal auf, ich gucke mich mal ein bisschen um. Ach, hier sind wir. Hier sind wir. Hier ist super. Komm. Boah, hier kann man doch fliegen lernen, ne? Ey, du kannst... Nein. Wo kann ich fliegen lernen? Geh mal weg. Flugmeisterin. Von euren Reisen. Nein. Ich will fliegen lernen, verdammt. So, wer macht das? Du machst das. Nein, auch nicht, ne? Hallo. Hallo. Alter. Stimmt, da war ja noch was. Wartet mal. Aha. Jadepanther? Rubinpanther? Und warum habe ich den jetzt nicht... Verstehe ich nicht. Juwelierskund 600, die habe ich doch, oder? Ich müsste mal echt privat mal wirklich umloggen und das mal nachholen, weil ich hätte nämlich unheimlich gerne, die habe ich ja. Bereits bekannt. Das ist für Ruf. Onyxia Panther kenne ich nicht. Warum nicht? Verstehe ich nicht. Aber ich möchte jetzt trotzdem wissen, wo ich... Ja. Wo ich hier reiten lernen kann. Ich weiß das nicht mehr. Kann ich hier überhaupt noch reiten lernen?
Ja, ich weiß, ich habe jetzt gerade was anderes zu tun, aber... Sei halt nicht so pingelig. Ist hier was? Und was ist das hier? Boah, ich weiß gar nichts mehr, Alter. Wie nice, ey. Aber wie gesagt, so, jetzt brauche ich nochmal eine dicke Wespe. Weil ich... Ja, weil ich die Stacheln brauche. Komm her. Ich brauche nur zwei Stück, Alter. Seid doch mal nicht solche Affen, ey. Jawohl. Und noch eine. Komm, du da hinten. Du. Du gibst mir jetzt deinen Stachel. Ja? Ich kann das noch nicht tun. Stachel? Alter, es war so klar. Es war so klar, dass du jetzt durchspielst. Nein, komm her. Das ist zu weit entfernt. What? Wer bist du denn? Ach, guck an. Hups. Noch nicht bereit. Diese Fähigkeit so, ist ja, nicht bereit. Tschüss. Ich muss näher ran. So, na komm. Ich kann das noch nicht tun. Stachel. Ja, danke. Boah. Alter, die Quest habe ich schon damals mal gehasst. Immer. Immer. Ich mochte die Quest gar nicht. Weil ich finde das auch so absurd. Ich meine, wie gesagt, natürlich kann es sein, dass man beim Kampf ein paar zerstört, aber naja, egal. Ich spreche nicht von Logik. Ich spreche nicht von World of Warcraft. Wenn ein Blütenblatt abfällt, bleibt nur wenig Zeit, in der es zu dem perfekten Farbton verwendet werden kann. Ah, ihr habt ein gutes Auge für Farben. Daraus lässt sich ein hervorragendes Pigment erstellen. Die nächste Runde geht auf mich. Ja, natürlich geht die nächste Runde auf mich. Kumpel? Was braucht ihr? Habt ihr einige Stachel gefunden? Normalerweise würde ich einen Mönch darum bitten, aber die scheinen alle beschäftigt zu sein. Ja, super. Vielen Dank. Daraus lassen sich schöne Schreibfedern herstellen. Hier habt ihr etwas für eure Mühe. Danke. Auf Wiedersehen. Ja, tschüss. So, da werde ich natürlich nochmal weniger Schaden machen. Ist aber nicht schlimm. So, ich werde die hier jetzt alle... So, dann haben wir schon mal 20% weniger. Ich muss mich downgraden. Schreien der Morgensonne. Okay, dann werden wir mal Romy und Julia zusammenführen, mehr oder weniger. Ja, das werden wir. Seid ihr tatsächlich? Aber erst das Erz. Das ist Erzehilfe, wenn ihr wisst, was ich meine, ja? Das ist Pflicht, das ist so. Ja, Pflicht, lass mich los. Ich muss das machen, ansonsten kriege ich Strafe, wenn ich das nicht mache. Ich habe dann Schwur abgegeben. Und ich darf darüber auch nicht reden, dass meine ärztliche Schweigepflicht... Boah, ist das schlecht, Alter. So... Alter, wie viele Erze? Ich komme nicht klar. Mhm. Morgensonne. Schrein der Morgensonne. Ach, wie schön. Würde mich halt richtig interessieren, wenn ich nicht damit beschäftigt wäre. Wer bist du denn? So, dann komm mal mit. Lalalala. So, jetzt hoffe ich, dass die anderen nicht schon irgendwas getriggert haben, die anderen Mitspieler. Dass wir hier... Ja, sowas hier. Wisst ihr, was ich meine? Ich trinke nochmal was. Ne, jetzt will ich mal ein bisschen Pepsi trinken. Ja, sorry. So, ich würde sagen, ne, warte mal. Ne, komm. Komm, das ist mir zu riskant. Das kann ich den anderen nicht überlassen. Oh, nur eine Pflanze. Was? Da seht ihr, was ich meine. Ein wirklich schöner Kampf. Und das alles lesen wir ja mit, deswegen ist das ein bisschen blöd. Ärgert mich jetzt ein bisschen. Oh.
noch mal eine Pflanze.